gespielt. Dann Schmidtgall. Schmidtgall, der eine gute Figur abgab. Wieder Peters, der wird nicht angegriffen und der macht einfach mal ganz entspannt das 1:0. Oliver Peters. Auf die Knie. RWO jubelt. Nur ein Punkt aus den letzten 6 Spielen. Eine eigentlich total verunsicherte Mannschaft. Aber die Bielefelder machten es ihnen leicht. Schauen Sie mal, Schmidtgall spielt den Ball auf Peters. Und dann stehen 4 Bielefelder einfach drumrum. So eine Chance lässt der sich nicht entgehen. Auch wenn er kein Torjäger ist. Er ist sein 2. Tor in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Fehler von Heidinger. Dann Schmidtgall. Die Ruhe, die Eleganz vom kasachischen Nationalspieler. Und das wunderschöne Tor von Peters. Schöne Hereingabe und der Lutz, Felix Lutz, steht goldrichtig. Ach, da freut sich Hans-Günter Brutz da draußen. Und Ewald notiert diese krassen Abwehrschnitzer seiner Mannschaft. Felix Lutz macht das 2:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Celik mit dem ersten Saisonspiel mit seinem ersten Assist. Und dann keine Abseitsposition hier gut zu erkennen vom Mann mit der 33. Und da ist der Ex-St. Paulianer clever genug, das Ding dann zu vollenden. 5.165 Zuschauer im Stadion zu Oberhausen. Und die meisten durften schon doppelt jubeln. Eine gute Vorstellung von RWO. Sie wehrten sich und sie kamen zum Ausgleich. 83. Felix Lutz, wenig Spielpraxis, oft verletzt, sein 3. Saisontor. Und Schneider schaute noch einmal auf die Uhr, 7 Minuten vor dem Ende. Er wusste natürlich, RWO brauchte hier einen Dreier. Torjäger Lutz schießt und Hötteke kommt nicht hin. 30,5 Meter. Felix Lutz, so lange war er verletzt. Sein erstes Pflichtspieltor für Oberhausen. Da sehen wir es nochmal. Zunächst die Großchance für die Berliner. Tomic, Pearson klärt und dann geht das ganz flott und die Berliner einfach zu passiv da im Mittelfeld. Sie lassen die Gäste spielen und um Lutz kümmert sich keiner. Der macht sein erstes Zweitligator seit Anfang 2008. Vorbei, obwohl er gefoult wird. Lamedi behält den Ball und jetzt behält er auch die Nerven. Macht sein 5. Saisontor, 3:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Jetzt darf er sich feiern lassen. Und draußen feiern sie auch. Pölzler kriegte die gelbe Karte für dieses Foulspiel. Das machte dem Lamedi gar nichts aus. Der läuft einfach auf und davon. Und setzt ihn rein. Sensationeller Auftritt, vor allem in der 2. Halbzeit. Als er merkte, dass er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. RWO mit Saisontor Nummer 13. Und die Lamedi-Festspiele gehen noch ein bisschen weiter. Noch einer! Und Eilhoff mit der Klasseparade. Das war die 87. Minute. Und dann Schluss! Es war eine Halbzeit voller Missverständnisse. Das sollte sich dann nach dem Wechsel aber grundlegend ändern. Plötzlich investierte auch Oberhausen mehr. Dass die nach runden Bällen stark sind, das ist bekannt. Und dass Ingolstadt da anfällig ist, auch. Benjamin Reichert, 0:1, 59. Spielminute. Ingolstadt gerät zum 3. Mal in dieser Saison in Rückstand. Und zum 3. Mal nach einem ruhenden Ball ausgerechnet der Neue in einen Konter. Das ist Peters im Strauchen, bringt er den Ball zum eingewechselten Schönfeld. Lamidi, und das ist eine leichte Übung für den Ex-Gladbacher. 0:2, 3. Saisontor für Lamidi nach einem schulbuchmäßigen Konter. Das muss natürlich gefeiert werden. Eigentlich ein Foulspiel an Peters, aber das Zuspiel auf Lamidi dann natürlich auch richtig gut. Kirschstein. RWO versucht am Ende nochmal alles und kam 6 Minuten vor Schluss durch Daniel Gordon zum 1:1 Ausgleich. Klasse Geschichte für Gordon, der sich im Hinspiel eine Kreuzbandverletzung zuzog, heute sein Comeback feierte und das mit dem 1:1 krönte. Unentschieden am Ende leistungsgerecht. Mitgelaufen.
1-0, Moses Lamidi, der Mann, der nach 4 Jahren auf der Bank von Borussia Mönchengladbach hier endlich das Vertrauen genießt, was er braucht, um seine Torgefährlichkeit zu demonstrieren. Saisontreffer Nummer 4. Freistoß RWO, getreten von Kaya, Herwagen und der eingewechselte Klinger reagiert am schnellsten. Oberhausen geht erneut in Führung und diesmal war Philipp Herwagen maßgeblich daran beteiligt, kann den Freistoß von Kaya, auch wenn der leicht abgefälscht war, nur abklatschen. Und dann noch einmal RWO. Der lange Ball von Klinger auf Terranova. Gegen Mavrei, setzt sich durch, 3-1, ausgerechnet Mike Terranova besiegelt hier die Niederlage des VfL. Terranova geboren und immer noch wohnhaft in Bochum mit dem 3-1 Endstand. 2 Einwechselspieler entscheiden die Partie.